Wunderschönen guten Abend hier bei Radio Orchid Talk. Wir haben heute wieder den Josef bei uns. Es ist kurz nach 22.20 Uhr. Ja, unser zweiter Versuch, jetzt aber richtig. Und das Thema ist heute Träume bewusst annehmen. Warum träumen wir? Was sind Träume? Und schönen guten Abend, Josef. Schönen Abend, guten Abend. Wir haben mal wieder ein kleiner Unterbruch in unserer Linie, aber ich hoffe, es jetzt wird alles tiptop laufen. Unser Thema, heutige Thema ist Träumen. Träume und Träumen. Bewusst träumen. Warum träumen wir? Wir träumen einfach, weil das ein Teil des Lebens ist, die wir leben in innere Welten, in äußere Welten, in Zukunft, in Vergangenheit, auf andere Dimensionen, Ebene. Das alles sind Träume und noch viel, viel mehr. Ich hoffe, dass wir heute ein Teil durchgehen, weil Träume sind sehr, sehr vielfältig, haben sehr viel Bedeutung in unserem Leben. Und ist auch sehr wichtig, dass wir das verstehen, dass wir unsere Träume auch bewusst träumen. Und dass wir gerne auch bewusst deuten unsere Träume, was auch sehr wichtig ist. Träume sind unsere Führung in unsere spirituelle Welten und wir können auch sehr viel Bewusstwachstum erledigen durch unsere Träume. Die Bedeutung und Auswirkung ist enorm, wenn wir verstehen die Träume. Nicht emotionell eingehen und sagen, oh, jetzt habe ich geträumt wegen einem Krieg oder etwas Negatives und dann sind wir den ganzen Tag verängstigt. Was passiert uns? Was geschieht in dem Tag? Was bedeutet die Träume? Und dann sind wir im Prinzip den ganzen Tag in Erwartung, was passiert? Schlecht, gut, besser. Und das ist für uns auch nicht von Vorteil, weil sobald die Emotionen drinnen sind, dann haben wir sehr viel verpasst aus der Traumwelt. Klar, wir fangen mit ganz einfachen Träumen. Was ist einfach träumen? Einfach träumen ist nicht sich beteiligen. Der Vorteil ist, wenn man auch ein Traumbuch führt. Vielleicht hört sie das am Anfang so, ja, außergewöhnlich oder ja, wo ist Sinn? Jetzt unglaublich viel Sachen zum Aufschreiben und erst durch Traumbuch können wir das auch vollständig deuten, verstehen. Warum Traumbuch? Weil jeder Traum oder Teil von dem Traum, wir können aufschreiben, das was bleibt. Und erst nach ein paar Tagen, ein paar Wochen, wenn man noch einmal liest, dann sieht man genau,
zum Beispiel, wenn man träumt von Zukunft, dann kann passieren, dass wir schon in einem Traum die Zukunft gesehen haben. Durch die Symbole, durch Bedeutung. Im Traumbuch sehen das Antwort. Wir kriegen das Antwort. Klar, wäre schön, dass man könnte so jeden Traum verstehen und deuten. Aber das ist nicht so. Weil Träume sind wirklich sehr, sehr komplex. Und wir kennen die Träume dann klassifizieren. Ist nicht kompliziert. Wir müssen euch aufschreiben und dann sehen wir, wie viel haben wir von dem erlebt schon aus Vergangenheit, wie viel emotive Träume sind hier, die wir durch zum Beispiel Filme oder irgendein Erlebnis im Alltag schon durchgemacht haben, und dann machen wir das weiter. Durch unsere emotive Körper, das heißt Emotionen, wird das fortgesetzt, und dann vielfach können wir selber weiter das erleben oder versuchen, das verändern. Das sind die Träume oder vielfach auch Albträume aus tägliche Leben. Aber meistens haben wir Träume, die für uns wesentlich wichtiger sind. Träume zum Beispiel aus der inneren Welten, wo wir reisen. Man weiß auch, Wissenschaft hat das schon beweisen können, dass wir erst 40 Minuten wirklich sehr tiefe Schlaf ohne Träumen. Das ist nur teilweise richtig, aber die Träume sind auch in dem Bereich, erst 40, sagen wir vielleicht 30, aber circa 40 Minuten, dass wir vollkommen am Seele reisen. Das sind die ersten 40 Minuten, die jede Nacht unsere Seele reist, wird in höhere Welten, Dimensionen, wo sie arbeiten, wo sie lernt, wo sie Aufgabe erledigt. Und für die meisten Leute ist das einfach nicht existent. Nur die bewusst arbeiten an eigene Wachstum. Die wissen, wie das geht, dass man die Träume bewusst kann erleben, dass wir können bewusst reisen. Das ist keine schwierige Sache, aber man muss wissen, genau Protokoll oder so ist, man muss wissen genau, wie das funktioniert. Darf keine große emotive oder große Emotionen äußern. Das heißt, man sollte in Gleichgewicht bleiben. Und das ist im Prinzip für die meisten Leute nicht so einfach, weil unsere emotive Kräfte sind wirklich sehr, sehr stark,
Und wenn wir nicht bewusst arbeiten, tagtäglich an unserem Gleichgewicht, dann wird das jedes Mal scheitern wegen Angst. Im Prinzip gibt es keinen Grund, Angst zu haben, aber trotzdem, wir haben ein Programm und alles, was uns unbekannt ist, wird einfach klassifiziert als Angst. So dass meisten Leute haben Angst vor Unbekannten. Ob das gut oder schlecht ist, ist egal. Die tun das immer klassifizieren als Angst oder Beängstigung. Und klar, sobald das stattfindet, dass wir raus aus dem bewussten Träumen. Okay, das ist auch nicht für jede wichtig, weil meisten Leute arbeiten unbewusst in dem Bereich und dann ist auch nicht wichtig für die 40 Minuten, ob die das bewusst oder unbewusst erleben. Nur für die, die das möchten, wirklich bewusst leben, die können das einfach anwenden und in dem Bereich auch Erlebnisse haben. Die Träume, die wir im Alltag haben, die sind vielfach ohne Bedeutung. Fragt man sich, ach, warum habe ich das geträumt? Die Leute kennen die nicht die Ereignisse, die Städte oder Landschaft oder einfach die kennen nicht, was soll das heißen. Ja, vielfach haben wir eine Aufgabe, die mir möchtet erledigen in Zukunft, in der Vergangenheit, in andere Dimensionen, andere Welten und dann sind wir irgendwo am Reisen. Und vielfach ist das wirklich ein schönes Erlebnis und manchmal sind auch unbekannte Sachen und dann sind wir nicht sicher, was passiert. Vielfach sind das auch Sachen, die wir sollen erleben, vielleicht aus Vergangenheit, aus dem Krieg, Konfrontation, Streit. Oder aus der Liebe, Freundschaft. Wer macht in unsere Träume auch abarbeiten von Karma? Wir können das machen. Viele verstehen das nicht und möchten das auch nicht. Trotz dass wir können unsere Karma wesentlich schneller abarbeiten, wenn man das bewusst in Träume macht. Das ist auch ein Vorgang, wo man kann bewusst erledigen und ist wesentlich einfacher, schneller, schmerzloser, emotiver, ja, aber man kann das in einer Nacht abarbeiten. Und für Gleiche zum Erledigen und unsere normale tägliche Leben braucht man vielleicht Monate oder Jahre. Das ist auch ein Vorteil, wenn man unsere Karma kann erledigen oder abarbeiten.
vielfach haben Träume, die sind aus der Zukunft. Wir wissen nicht, wann ist Zukunft und wann ist Vergangenheit. Weil wir sehen nicht alles. Wir können nicht in Zukunft gehen und schauen, aha, dort steht Zukunft 2999. Aber man kann sehen, dass es ganz anderes ist. Am Landschaft kann man sehen, wo wir uns befinden. Vielfach sind wir auch nicht allein auf den Reisen. Wir haben auch vielfach unsere Helfer aus inneren Welten und die helfen uns. Klar, wenn man Träume möchte, bewusst träumen und erleben, dann ist auch sehr wichtig, ein Grundwissen haben, wie das funktioniert, warum und was sollen wir tun. Ohne Kenntnis oder Vorkenntnis, nur aus reinen Büchern wird es ziemlich schwierig. Oder ja, geht es viel, viel länger. Wenn man weiß genau, wie das funktioniert, dann ist es viel einfacher. Wir gehen viel bewusster in die ganze Traumwelt und dann gehen wir aus dem Ganzen wirklich sehr, sehr viel profitieren, wachsen, bewusst werden. Und das ist sehr viel. Die meiste Sache, was mir jeder von uns macht, sind die Seelenreise in einem Schlaf. Weil Seele geht sowieso jeden Abend, jede Nacht geht raus. Wenn wir das bewusst noch möchtet machen, dann gehen wir sowieso mit. Und da können wir dann viele Sachen erleben. Klar, eine ist Erleben zufällig und anderes ist ein Erlebens in vollkommener Bewusstheit. Wenn wir aufwachen, dann wissen wir genau, wo wir waren, was wir gemacht haben. Wir können nächste Nacht das fortsetzen, weitermachen. Und das ist schon etwas ganz, ganz anderes, wie in einem Traum, wo wir einfach schlafen gehen und träumen, dass es kommt. Und das ist auch wichtig für unser zukünftiges Leben, dass wir wissen, wenn wir das klar möchten, was geschieht überhaupt. Träumen ist nicht nur Träumen, das sind Reisen, Reisen in innere Welten. Klar, wir können innere Welten in Makrokosmos oder Mikrokosmos gehen. Und wichtig ist, dass man ein Ziel hat. Was soll ich tun? Mit welchem Ziel? Dann haben wir das vollkommene Erlebnis. Und
dann können wir das erweitern und dann können wir das bewusst leben. Und meiste Reisen, was ich selber auch gemacht habe, sind im Schlaf. Aber bewusste Reisen, gezielt gemacht, ist einfach, sehr einfach, weil man kann wirklich sehr einfach raus aus dem Körper. Ist ganz normaler Vorgang. Und man muss dann genaue Aufgabe geben, was man möchte und wo man möchte gehen. So vielfach sagt man, ja, ich gehe schlafen, wie weiß ich wohin, wann, warum? Nein, das ist nicht wirklich so. Beim bewussten Seelenreisen durch Träumen, wir haben genau Vorgaben, die werden erfüllt, aber die Vorgaben muss man geben. Wie, wo, was? Klar, es ist zu kurze Zeit, das zum in Details gehen. In unserem Workshop machen wir Träume und Traumwelten, Traumreisen wirklich tagtäglich, weil es auch sehr wichtig, dass wir dieses Gebiet kennen, weil es sehr einfach in Traumreisen, weil wir nicht so unter Emotionen gefangen sind. Wenn ich sitze und möchte außerkörperliche Erfahrung machen, dann bin ich bewusst jetzt in dem Moment den ganzen Vorgang, wie das geschieht. Im Traum nicht. Draußen wir eine Sekunde draußen, dann gehen wir dort, wo wir möchten. Klar, da gibt es gewisse Sachen, die wir müssen wissen, weil aus dem Körper raustreten, so bewusst, ist auch ein Erlebnis. Und normal gehen wir das einfach im Traum viel einfacher. Auf einmal sind wir einfach aus dem Körper, dann gehen wir reisen, erst in Zimmern, rund um Haus, auf dem Dach, und dann gehen wir immer weiter und weiter. Klar, das ist auch wichtig, dass man das konsequent macht, dass man nicht manipuliert, dass man das, was man tut, macht für sich, nicht, dass man belästigt jemand anderen, das heißt niemanden, weil das ist unsere Reise. Das ist nicht manipulative Reise. Und deswegen ist es auch wichtig, dass wir sehr konsequent und voll mit Verantwortung annehmen. Im Traum können wir vielfach sehr viel Erlebnisse haben, die nach dem Aufwachen nicht mehr so klar sind. Man vergisst einfach. Das hat auch seinen Sinn. Aber wenn man die Teile oder das, was man noch in Erinnerung hat, wenn man das aufschreibt, dann kommt im Laufe des Tages fast immer Antwort. Das heißt, kommt ein Schlüsselerlebnis,
sogenannte Déjà-vu. Und dann kommt einfach ein Wort oder ein Ton, eine Bewegung, irgendetwas und sagt, wow, das geht's auf. Und dann sieht man ganze Film. Und dann, wenn man das sieht, dann kommt sehr viel Antworten und Verständnis, warum was geschieht. Geht es nicht um Sachen von Bedeutung für Galaxie oder für ganze Erde, sondern für uns. Weil Träume sind unsere Träume. Andere sind Propheten, die haben auch Aufgabe, die größeren Geschehnisse zu sehen oder deuten. Aber das sind wieder ganz andere Welten, die wir jetzt nicht eingehen, weil für uns ist uns wichtig, unsere Träume deuten, kennen. Unsere Träume bewusst erkennen, aus unseren Träumen wachsen zu können. Weil wenn ich möchte in meinen Traum, gehen und lernen, das was für mich jetzt im Moment wichtig ist oder wichtig ist, dann wird es auch geschehen. Und vielfach, damit es auch bewusst nicht mehr annehmen, sondern durch so Schlüsselwörter, Sätze, dann wieder Teile von der Wahrheit oder Weisheit rauskommen. Wenn du es längere Zeit macht, wenn man das konsequent macht, dann wird es ganz normal bewusst. Für das ist klar notwendig, wirklich konsequent zu arbeiten. Das ist nicht schwierig, es ist nur, im Prinzip nur innerliche Arbeit, Gedanke, nichts anderes. Wir können in Zukunft reisen. Das macht viele, sehr viele Leute. Bewusst weniger. Aber jeder von euch hat schon einen Moment gehabt, man sagt im Déjà-vu, genau, jetzt weiß ich, das habe ich geträumt, genau, dieses Ergebnis oder dieser Vorfall, diese Begegnung, irgendetwas, das habe ich geträumt. Ja klar, man hat schon Reise gemacht in der Nacht und das alles gesehen. Das ist nicht unbekannt. Und die macht bewusste Arbeit im Traum, die wissen genau, nicht alles, klar, wäre viel zu anstrengend, das ganze Leben in vorauszusehen, ist auch nicht wichtig, aber gewisse Sachen sind von Wichtigkeit. Wichtig ist auch Wissen, dass wir das schon erlebt haben. Im Traum. Ich habe schon auch gesehen, mehrere Filme, die haben so verschiedene Traumdeutungen gemacht. Im Traum etwas geträumt, später erlebt, aber wollte sie nicht richten auf das Ergebnis im Traum. Da war ein Reinfall. Das sind so Deutungen von Träumen. Viele Leute gehen zum Wahrsager,
Irgendeiner, der sagt, aha, dir passiert das und das, mach das und das. Teilweise, ja, vor allem Vergangenheit wird vollkommen genau gesagt. Zukunft? Nein. Warum? Weil mir macht jeden Moment, in jeder Sekunde veranstalten wir unsere Zukunft. Unsere Zukunft können wir auch durch Träume sehen. Und wenn wir das in normale tägliche Leben können übertragen, dann ist das wunderbar. Es sind nicht alle Ergebnisse oder alle tägliche Erlebnisse wichtig, aber gibt es bedeutende, und das ist schön, dass man das schon im Voraus sieht und ist im Prinzip vorbereitet. Das ist auch so gut, weil bei mir macht es eine Reise und dann sehen wir irgendwann etwas in Zukunft. Sage ich mir, okay, intuitiv weiß ich nicht 100%, aber intuitiv fühle ich, ich mache nicht das, weil könnte passieren, das oder das. Und das ist das, die Intuition, dass das nicht für uns das Beste ist und machen wir nicht. Und das ist auch so das Beste, weil wir haben die Intuition gekriegt aus den Träumen. Wir haben das Geschehnis schon gesehen. Und wir wissen, aha, das ist. Und klar, wenn man lebt in so einer täglichen Konfrontation und Stress, man vergisst sehr viele Sachen. Aber unsere Intuition ist wirklich sehr, sehr präsent. Und vor allem, wenn wir arbeiten an unserem Wachstum, spirituellen Wachstum, dann ist die Intuition wirklich sehr stark ausgeprägt und wäre gut, dass wir hören auf unsere Intuition. Sie hat immer recht. Außer wenn wir das betrachtet durch Emotionen oder Ego. Aber wie man immer sagt, das erste Impuls, die erste Sekunde, ohne Gedanke, ohne etwas, das ist die Intuition und das ist immer richtig. Wirklich immer. Gibt es überhaupt keine Zweifel, dass das nicht das Richtige ist, was man kreiert, intuitiv. Im ersten Moment, ohne Gedanke, ohne Ego, ohne Emotionen, kriegt man die Information, das ist 100% das Richtige. Klar, es sind nicht alle Sachen vom Lebenswichtigkeit. Aber viele Sachen sind für uns einfach wichtig, weil er freut uns, dass wir die Gabe oder die Möglichkeit haben, unser Leben so zu veranstalten, dass wir aus vielen negativen Konfrontationen schön raus sind. Weil man fühlt durch unsere Intuition oder bewusst auch wissen durch Träume, dass das nicht für uns das Beste ist und machen wir nicht. Wir gehen weg aus dem Konfrontation oder unternehmen etwas ganz anderes. Das heißt, wir sind auch dann
aus dem raus. Die Träume bedeutet sehr, sehr viel, wenn wir die Traum richtig können deuten. Und wenn ihr das nehmt als Wahrheit, nicht als Traum, dann kriegt man im Prinzip die Bewusstheit und die Wichtigkeit, dass das nicht nur Traum ist, sondern ein Erlebnis in Traumwelt. Und Traumwelt ist nicht ein, wie man sagt, nur Traum, sondern es ist eine innere Welt, oft andere Dimensionen oder Ebenen. Das ist dort existent. Das ist vollkommen existent, auch materiell ist existent. Wir können im Traum sehr viel Sachen, die wir im normalen Leben nicht kennen. Zum Beispiel Fliegen. Ich habe vielfach so im Traum gesagt, ich möchte mit Delfinen schwimmen. Das ist mein Wunsch gewesen. Und normal, ich sagte, ja, okay, warum nicht? Das habe ich getan. Irgendwann in der Nacht hat meine Frau geweckt und ich sagte, ich habe Angst gekriegt. Du hast ein paar Minuten nicht geträumt, nicht geatmet. Ich sagte, ja, warum soll ich atmen? Ich atme ganz normal. Nein, du hast überhaupt nicht geatmet. Ich sagte, ja, das ist normal, ich muss nicht immer atmen. Ich habe gereist und dann habe ich mit den Delfinen gespielt unter dem Wasser. Und dort habe ich nicht gebraucht so viel Luft, da habe ich sehr wenig geatmet. Und wenn, dann sehr, sehr langsam, habe ich nicht so viel Luft gebraucht. Klar, sie hat das so nicht am Anfang gerne als Wahrheit annehmen. Aber ich habe gedacht, ja okay, ist das nur Traum oder ist es wahr? Und ein paar Tage später habe ich noch einmal das gemacht. Das ist genau gleich passiert. Man kann keinem beweisen, aber sich selber ja. Weil mich haben die Delfine, die paar Delfine, die habe erste Mal gesehen und mit denen gespielt, die haben mich erwartet, im Traum. Warum? Weil die existieren dort, die haben existiert. Ich habe einfach zu denen gekommen und wir haben nicht einmal, sondern mehrere Male Kontakt gehabt. Wir haben gespielt und was immer gemacht. Aber es sind immer gleiche gewesen. Und das ist nur ein Beispiel. Wie man kann reisen. Ich wollte auch bereisen viele Galaxien. Und auf verschiedenen Planeten ist es wirklich sehr, sehr interessant. Und man kann wirklich etwas machen, was man hier auf der Erde überhaupt nicht kann machen. Und darum habe ich das gemacht. Nur, ich habe dort genau gleiche Landschaft gehabt.
erste, zweite oder 20. Mal auch Städte, auch die Sache, die haben wir gesehen dort, die haben wir dort wieder erwartet. Man kann sagen, okay, ich habe die selber gerne visualisieren. Und nächste Mal ist auch wieder gemacht, die Bilder. Wird sehr schwierig. Probieren Sie einmal, visualisieren eine Stadt. Und nächste Mal, wenn Sie träumen, genau das machen. Keine Chance. Null. Null Chance haben wir da. Wir können das nicht machen. Warum? Weil unsere Visualisation ist wirklich sehr, sehr spartanisch. Und ich mache das nicht. Im täglichen Leben machen wir kaum. Wirklich kaum. Und wenn man möchte, visualisieren so komplexe Sachen, dann sind wir wirklich am Holzweg, haben null Chance, das so in Bewusstheit sehr schwer. Und im Traum ist das noch viel schwieriger, dass wir genau gleiche Sache auf gleichem Platz, gleichem Ort finden. Die sind nicht ein oder zwei, sondern sind 3D. Vor allem, dass das auch lebendige Wesen sind. Versuchen Sie das einmal, dann sehen Sie, dass das vollkommen unmöglich ist. In der Traumwelt ja, weil wir gehen auf die Orte, die existieren. Die sind nicht Illusionen, die sind nicht nur, wie man sagt, Traum, weil für uns ist der Traum einfach etwas, was nicht existiert, was ist eine Illusion, die wir selber einfach schaffen. Das ist auch wahr, aber das ist eine von 100. Das kann man auch machen, aber das ist von Weitem nicht so lebendig und so existent. Und dass man das zweite Mal macht, ist kaum möglich. Aber die Träume, die Reise, die wir im Traum machen, die sind existent. Wird genau existiert jetzt oder 10, 20 Jahre, 100 Jahre, immer. Weil das sind Niveaue oder Dimensionen, Ebenen, wo existiert die ganze Welt mit Menschen oder mit Wesen, die dort leben, muss nicht immer Menschen sein. Mit Tieren, Pflanzen, alles ist dort, wie es ist. Und deswegen, man darf sie nicht binden auf die Wissenschaft oder Bücher, die sagen, ach, das ist das, Schlange bedeutet das, schwarze Katze, das und. Das ist nicht wahr. Träume haben die wesentlich tiefere Bedeutung. Und die müssen wir, oder sollen wir, verstehen. Das erleichtert unser Leben. Wir können durch Träume lernen, sehr viel lernen, sehr viel Aufgabe erledigen. Wenn man sagt, okay, unsere Sonne hat
20.000 Grad. Es ist unmöglich, dass kein Wesen kann dort leben. Das ist auch nicht wahr. Auf der Sonne existieren genau das gleiche Wesen wie auf der Erde. Klar, bei unserem menschlichen Körper ist unmöglich dort zu leben, weil existiert ganz andere Verhältnisse. Man könnte nicht atmen. Auch die Gravitation und alles ist anders. Wäre nicht möglich. Aber dort lebend Wesen sind keine Menschen, Wesen, Entitäten, was immer. Und dort können wir, jeder von uns können dort reisen und das sehen, erleben, Kontakt aufnehmen mit der Sonne gewesen. Klar, wenn man das möchte, wenn für jemand das wichtig ist. Im Traum können wir auch Kontakt aufnehmen für Wesen, die sind nicht so weit. Die sind hier rund um uns. Das kann unsere Meister, unsere innere Führung, unsere Engel, das haben wir alle. Die sind hier rund um uns. Nicht rund um uns immer, aber die sind immer da. Die wachen nicht über uns, wie man das so vielfach versteht. Die sind hier, weil alles ist hier, gibt es nicht dort, sondern alles ist da. Unser Gedanke reicht, dass wir Kontakt aufnehmen können. Nur unsere Verständnis ist noch immer auf der viel tieferen Niveau, dass wir können die Kontakt aufnehmen, bewusste Kontakt. Wir können fühlen vielfach und intuitiv, aber Kontakt aufnehmen im tagtäglichen Leben ist wirklich sehr, sehr selten. Wenige kennen das. Aber im Traum. Im Traum können wir das machen. Wir können uns unsere Enkel, sagen wir, oder irgendeine, die wir möchten treffen, wir können Kontakt aufnehmen. Klar, wir können erst aufnehmen, wenn wir bewusst im Balance sind. Weil was würde bedeuten, wenn ich sage, okay, ich möchte meinen Engel treffen, und die Engel haben keine Flügel. Die sind nicht immer blond und wunderschön. Das ist nur so Bilder, verschiedene Glauben, Kirchen, so, die vielfach uns zeigen, als solche, ja, aber das ist nicht die richtige Bild von unseren Enkeln. Die können auch ganz andere Wesen sein, die nicht so wunderschön ausschaut wie Menschen, sondern schauen auf ganz, ganz anderes. Und dann ist für meiste Menschen schon Hölle los. Weil wenn er nicht einen schönen Mensch sieht, dann ist es einfach Emotionen springend und Angst uns bewältigt und fährt, dann ist alles fertig. Deswegen kommen auch sehr viel unsere, sagen wir jetzt Engel oder Wesen, die möchten mit uns oder die mit uns Kontakt aufnehmen, die zeigen uns so, wie wir möchten sehen. Als Mensch. Aber das sind keine Menschen.
im Universum gibt es sehr wenig Entitäten oder Zivilisationen, die schauen wie Menschen aus. Und viele möchten das nicht annehmen, weil unsere Religion, unsere Tradition, Wissenschaft, die sagen, nein, gibt's Gott, der schaut in mir aus, oder mir schaut wieder Gott aus, und gibt's nur Menschen, und fertig. Das ist nicht wahr. Gibt's unglaublich, unglaublich viel, vielfältige Wesen, und das sind alles Gotteswesen oder göttliche Wesen. Und die leben hier mit uns auf der inneren Welten, andere Frequenzen, andere Galaxien. Aber die sind da. Das, was wir nicht wissen, das heißt nicht, dass die nicht existieren. Und heutige Manipulation ist so stark, dass man darf nicht wissen, weil gibt's solche Konsortien, sie sagt, nein, das gibt's nicht. Und dann gibt's nicht. Außer für die Leute, die bewusst arbeiten an sich selber und die können solche Erlebnisse haben und sehen, erleben, bewusst erleben, bewusste Kontakte haben mit solchen Wesen. Ich selber habe ich über 12, 13 nur hier in unserer Umgebung Kontakt. Ich kenne 32 oder 33. Gibt's Millionen oder Milliarden verschiedener. Aber durch Träume können die auch kontaktieren, das heißt, gehen auf solche Planeten, wo die leben. Dort haben wir keine Gefahr, weil wir gehen mit unserem Seelenkörper. Und dieser Seelenkörper ist unzerstörlich. Nichts können wir antun, ob Hitze, Kälte, Negativität oder wie immer, was immer, nichts ist da für ihn. Und dann können wir bewusst Kontakte aufnehmen. Wie solche Wesen reden, nicht mit Wörtern, weil das wäre schon Illusion. Aber durch Gedanken können wir wirklich sehr, sehr einfach kommunizieren. Das, was in unserem technischen Welt noch wirklich nicht einmal in Gedanken existiert. In innerer Welt ist das existent schon Millionen oder Milliarden von Jahren und wir können das problemlos anwenden. Wir müssen uns nicht Gedanken machen, wie wir ausschauen oder wie wir reden, weil jeder Wesen hat im Prinzip andere Gestalt. Sehr wenige schauen wie wir aus, oder wir wie die Wesen. Aber die Wesen sind untereinander auch verbunden und kommunizieren ohne Probleme, ohne Emotionen, ohne Angst. Klar, das gibt's positive Wesen und negative. Aber seien Sie sicher, wenn Sie positiv sind,
dann gibt es keine Gefahr. Wenn sie negativ sind, gibt es auch keine Gefahr außer Angst. Weil dann kriegt man die Emotionen und dann kommt im Prinzip Angst ganz vom Gedanke, dass könnte eine Gefahr entstehen. Aber das ist überhaupt nicht wahr, weil für unsere Seele gibt es keine Gefahr. Viele, die haben durch unseren Workshop solche Sachen erlebt. Klar, am Anfang sind Emotionen hochgesprungen. Und ich sagte, ja, ist das wahr? Und dann später, nach und nach, haben wir die Sicherheit gekriegt, dass das im Prinzip nichts von Gefahr für unsere Seele existiert überhaupt im Universum. Dann ist jede Reise wirklich sehr, sehr angenehm. Und man kann bewusst dann wirklich als Reise lernen, auch nicht nur das, sondern auch Veranstaltung. Vielfach gehe ich auch mit Leuten, die kommen in den Workshop, gehen wir am 5. Dimension, 5D, weil dort lernen wir manifestieren und materialisieren. Das ist schon auch eine Aufgabe, die wir dort erledigen. Und, ja, ist nicht so einfach, wie man denkt. Aber das machen wir auch im Traum. Und das ist nicht nur für mich, sondern auch für jede Beteiligte bewusste Vorgang. Für Material. Wir können uns Hand geben, umarmen und reisen. Wir brauchen kein Flügel, keinen Reisepass, kein Flugzeug, gar nichts. Die Seele braucht nichts. Wir reisen, wir wissen genau wohin. Dort gibt es keinen Irrtum. Gibt es keinen Irrtum. Wir müssen nur wissen, wohin wir möchten gehen. Wir geben Ziel und das ist schon alles, was wir müssen tun. Und viele Leute, die kommen, die wissen genau und später können die eigenen Erlebnisse geben. Und jede von den Beteiligten ist bewusst, mit wem es gewesen, wie viele Leute sind dort gewesen, was wir gemacht haben. Das heißt, das ist nicht ein Traum. Das ist eine Traumreise, ja. Aber ist nicht ein Traum, weil dort alles existiert. Die Seele hat die existiert, die Arbeit, die wir gemacht haben. Jede erinnert sich auf die Arbeit. Man kann nichts mitnehmen, außer Wissen und Gewissheit, dass das existiert, dass wir das gemacht haben. Das ist nicht Traum, das ist Erlebnis im Traum, den wir bewusst gemacht haben. So können wir auch verschiedene Sachen auch trainieren oder manifestieren, erledigen, träumen. Was noch interessant ist, in Reisen, das heißt, im Traum können wir nicht nur reisen, sondern wir können auch
gestalten. Das machen wir am Anfang immer, weil man tut sich vielfach sehr einfach das vorstellen und sagt, ah, gehen wir in den Traum oder wir gerade reisen, gehen wir auf die andere Galaxie, schauen wir das und das und jenes. Aber solange man nicht bereit ist, wird das nicht geschehen. Deswegen gibt es auch Vorgänge am Anfang, dass wir lernen erst, wie das von sich geht. Und dann tun wir auch die Sache bewusst gestalten. Ob wir fliegen, auch fliegen lernen, ist auch etwas. Gibt es immer so Aufgaben, die wir erst müssen erledigen. Weil auch ein Pilot kann nicht sitzen und erst fliegen und dann geht der Lerner die Vorgänge. Sondern macht umgekehrt. Nur wir brauchen für unsere Fliegen nicht jahrelang, sondern vielleicht ein paar Tage oder ein paar Wochen oder nur ein paar Stunden. Hängt von jedem ab. Und dann kann ich schon reisen. Klar, sehr viel Sachen sind für die meisten Leute verschlossen. Und das ist auch so gut. Weil, können Sie sich jetzt vorstellen, dass jede auf der Erde, ob das Kind oder Glückliche, Unglückliche, könnte alles in Träume bewusst machen. Dann wäre das schon ein großer Chaos. Man sieht auf der Erde, was man macht, bewusst oder unbewusst. Was wäre es in Traumwelt? Riesiger Chaos, galaktischer Chaos. Deswegen ist das auch nicht jedem gegeben und wird auch nicht. Die bewussten Traumwelten zum Erleben, so wie ich jetzt hier gebe, wird nur für die, die möchten, wachsen, bewusst wachsen. Das heißt, nur an sich arbeiten, nicht an Familie, Nachbarn oder wem immer. Das ist unsere persönliche Arbeit, Schule, Lehrgang. Die Innenwelten sind wirklich wunderschön. Und das zum Erleben müssen wir auch kennen, die Vorgänge. Müssen kennen die Gesetze von inneren Ebenen oder äußeren. Wir müssen auch Verantwortung haben für das, was wir tun. Im Gegensatz zu unserer Erde und Leben auf der Erde sind wirklich sehr wenige, die das haben. Wirklich sehr wenige. Gibt es viele, die bewusst leben, ja, aber trotzdem, wenn man schaut, wie viele Menschen auf der Erde gibt es, Mehrheit ist noch immer in dem Bewusstheit, die träumen noch von Bewusstheit oder träumen die überhaupt nicht, die leben noch auf der ganz anderen Niveau. Aber das ist auch so gut, weil jede Seele auf der Erde hat Chancen, hat Möglichkeiten, hat jede wirklich gleiche Möglichkeiten, Mächte. Und es ist auch gut, dass man kann nicht alles anwenden, was man hat. Das ist sehr gut. Weil sonst wäre noch viel, viel anderes oder viel schlechter auf der Erde. Klar, in unserer Traumwelt
haben wir wirklich sehr viel Macht zu tun. Was möchtet können wir tun? Gibt es auch Kontrolle? Ja. Aber die Kontrolle ist nicht hier, das uns hindert, etwas zu tun, sondern dass die kontrolliert, was wir machen. Und dann für alles, was wir tun, wir müssen auch die Verantwortung tragen und klar, was das mit sich noch bringt. Solange man positiv tut und macht, sich nicht einmischt, ist alles wunderbar. Alles vom Besten. Ich kann sagen, in meinem Leben habe ich vielleicht nur am Anfang ein paar Sachen emotiv mitgemacht und seitdem nie etwas negativ erlebt. Ist egal, ob das total negative Werte sind, Reptilien, negative Entitäten, nichts, aber gar nichts Negatives habe ich erlebt. Das heißt, gibt es keine Angst. Wir sollten auch keine haben, weil existiert nicht, was uns könnte antun oder schlecht antun. Existiert nicht. Okay, ich sehe jetzt, ich habe schon mehr als eine Stunde gesprochen. Vielleicht können wir eine kurze Pause und dann geht es mit Frage und dann machen wir noch weiter. Gibt es noch mehrere Sachen. Aber vielleicht gibt es so aufregende Fragen oder ja, Erlebnisse. Jeder träumt und jeder hat Traumerfahrung. Vielleicht hat es auch, also gibt es auch interessante Gespräche oder Beispiele. Das können wir nach der kurzen Pause anhören. Ja, vielen Dank, Josef. Dann machen wir jetzt eine kleine Musikpause. Heute kommt die Musik vom YouTube-Kanal David Robert Show. Und ja, Eigenkompositionen, wie es aussieht. Und ja, ungefähr in 5 Minuten hören wir uns dann wieder. Und dann ziehe ich auch alle aus dem Zuhören nach der Musik hoch. Okay, bis dann. Jo, willkommen zurück aus der kleinen Musikpause. Wir sind in der Sendung mit Josef. Es geht übers Träumen. Und jetzt werden wir mal alle, die, sofern sie nicht taubstumm gestellt sind, einfach mal hochholen. Alle Zuhörer hier im Mumble. Herzliche Einladung zur Beteiligung. Blinkert einfach mal los oder sprecht los. So schrecklich viele sind wir ja nicht, obwohl es gerne noch mehr werden dürfen. Ja, legt einfach mal los. Ne? Falls ihr irgendwie Beiträge habt, Fragen habt, eigene Erfahrungen, immer gern. Ja. Super, wir machen weiter. Wäre schön, dass ja, mal ein bisschen Erfahrung vorne gekommen. Weil alles, was ich im Prinzip mache oder tue, sind die Erlebnisse. Das, was steht in Büchern und was die Wissenschaft bewiesen hat, das ist für mein Leben irrelevant. Das, was ich erlebe in meiner Welt, Traumwelt, Träume, das ist mein Welt. Jeder hat sein Traumwelt, Traumwelten. Jeder kann besuchen auch meine Traumwelt. Und das ist das Schöne, dass wir gerne kontaktieren. Auch nicht in unserem normalen täglichen Leben, sondern auch in Träumen. Das ist für mich wichtig, ob ein Wissenschaft oder Wissenschaftler bewiesen hat, dass das und das funktioniert oder andere nicht. Das hat wirklich keine Wichtigkeit in meinem Leben.
weil die haben im Prinzip sehr wenig Wissen. Ausnahme, klar, gibt's. Aber meiste haben sehr wenig Wissen und noch weniger Erfahrung. Wenn jemand reist 30, 40 oder 50 Jahre, dann ist, und das bewusst macht, dann ist ihm wirklich nicht wichtig, was ein Buch oder ein Wissenschaft sagt, dass das existiert oder nicht, dass das möglich oder nicht ist. Das ist wirklich unwichtig. Das, was man lernt, sieht, ist enorm. Das können wir hier auf der Erde in tausenden Leben nicht erfassen, auch nicht einmal dann. Das sind enorme Möglichkeiten in unserer Traumwelt, die nicht Traum ist, die wirklich Wirklichkeit ist. Okay, vielleicht hat jemand etwas zum Sagen. Bitte. Ui, also heute seid ihr sehr still, meine Lieben. Lauscht ganz gespannt. Na, hallo Josip. Also erstmal danke für deinen Vortrag. Ja, ich wollte mal was fragen zu dem Thema Fliegen im Traum. Das hast du ja angesprochen. Da habe ich eigentlich selber auch schon so Erfahrungen gemacht. Und du meinst damit ja so bewusste Klarträume, ne? Also jetzt keine unbewussten, sondern eher bewusstes Fliegen, ne? Oder? Ja, genau. Richtig bewusst. Aber was heißt bewusst? Ich gebe Aufgabe. Ich möchte im Traum fliegen. Und am Anfang ist klar, wir sind nicht Profis, sondern dass wir einfach können fliegen, wahnsinnige Sache, sondern einfach vorsichtig. Weil wir haben noch keine richtige Erfahrung und am Anfang ist das, bei mir ist am Anfang, das ist über Jahrzehnte gewesen, ich habe einfach auf deiner Wiese bin ich gewesen und gesagt, jetzt lerne ich fliegen. Und dann habe ich gerannt, so schnell wie möglich und dann habe ich gesprungen und dann habe ich geflogen mit mit Händen breit gestreckt und dann habe ich es wieder unten und wieder oben. So. Aber das sind so Anfänge, später machen wir das nicht, weil es nicht notwendig ist. Später ist das einfach ganz, ganz anderes. Aber das sind so bewusste Abfänge. Und da kann ich immer lachen, wie habe ich versucht, einfach einen Vogel nachmachen. Ja, mich auch. Und das ist überhaupt einfach, jetzt ist das lächerlich, aber damals ist das einfach, das sind die ersten Schritte. Und das ist so schön, dass man sieht, die Fortschritt, dass es bitte, dass ich überhaupt nicht was mache, das ist nur ein Gedankengang mit Seelenreise und dass man dann einfach, ja? Ja, meine Erfahrung ist da auch so, ich habe es dann auch wie ein Vogel und ich habe es dann auch mehrmals gemacht. Erst ist halt ein bisschen ungewohnt und ich meine, also wenn ich schätzen würde, dann würde ich sagen so 20, 30 Meter vielleicht oder so und beim Runtergehen, also man kann dann ja auf einer Höhe fliegen und auch wieder runter und alles, ne, so. Also man lernt das irgendwie so. Das war auf jeden Fall ungewohntes, aber angenehmes Gefühl, würde ich sagen. Ja, sehr. Das sind so Anfänge, wo wir noch nicht sicher sind, wie kleine Vogel einfach ein bisschen oder wieder steht und dann wieder springt und dann wieder höher und versucht einfach die Höhe halten. So, und das ist einfach nur durch Emotionen. Wird das einfach gestoppt und dann wieder mal mehr sehen, dass das wieder schneller geht und wieder links immer und dann höher und so. Und erst wenn man das erlernt, dann sieht man das, das ist schön, aber ist nicht mehr notwendig, dass wir haben mehr Macht und mehr Möglichkeit zum Fliegen. Ja, ist ja bei mir auch länger her und ich habe es auch dann öfters,
Das kommt dann irgendwie automatisch, ne? Wenn man das einmal drauf hat, dann lernt man da ein bisschen weiter mit dem Fliegen und hat dann mehr Erlebnisse damit irgendwie. War mal so eine Phase gewesen halt. Aber war interessant. Ein tolles Gefühl irgendwie. Ja, sicher, weil mehr Reiseschritt ist im Prinzip nichts anderes wie sich identifizieren mit dem Vogel. Und dann machen wir nach, klar. Ja. Und Ach, dafür. Sprich ruhig. ja, ich wollte die Lasse da einfach aussprechen, bitte. Na, in mir ist noch ein anderer Gedanke zu dem Thema gekommen mit Träumen. Ja, bitte. Ja, deswegen kannst du ruhig deinen Gedanken noch zu Ende bringen dann. Ja, das wollte ich sagen, nur dass mir am Anfang die begrenzte Wissen von unseren Mächten in Traum, das heißt, es ist kein Traum. Traum ist nur Ausgangspunkt. Das ist im Prinzip bewusste Fliegen, aber noch nicht mit bewusste Wissen von unserer Macht des Fliegens. Das ist der einzige Unterschied. Wenn man das bewusst macht, dann fliegen wir ganz anderes normal. Das ist einfach das, was ich wollte sehen. Bitte, jetzt kannst du. Ja, also dann habe ich noch was anderes zum Thema Träumen. Also manchmal sind die ganz banal, so die Umstände, wie man einen Traum erlebt. Der Mensch, man sagt ja, also da kommen mehrere Träume. Und ich spreche jetzt vom Träumen während des Schlafens. Und da hatte ich dann von Ratten geträumt, die da irgendwie so knabbern, so irgendwie. Und dann bin ich davon wach geworden. Und dann gucke ich mich um, da hatte ich da meine Nymphensittiche sitzen und die waren immer mit den Schnäbeln am Knirschen. Ne? Und dann ist dieses Geräusch von dem Schnabelknirschen, das ist dann praktisch umgesetzt worden. Ich habe dann halt von den Ratten geträumt, die da mit den Zähnen geknirscht haben. Ne? So eine. Manchmal entstehen die Träume auch durch seltsame Umstände irgendwie. Ja, das ist klar. Wir selber sind die Kreatoren und wir kreieren auch neue Sachen. Durch irgendein Geräusch tun wir einfach dazu Bild machen oder ganze Geschehnis, was immer wir möchten. Deswegen müssen wir immer im Klaren sein, dass es so viele verschiedene Bedeutungen und verschiedene Phasen von Träumen und dass wir das im Prinzip bewusst machen, ist notwendig, das aufschreiben. Weil kein Mensch kann sagen, aha, ich habe träumt vor 2 Monaten das und das und nachdem 3 oder 5 Tage oder 2 Wochen später ist das und das passiert. Das ist unmöglich. Wenn man das aufschreibt, dann haben wir genau Vorgänge. Ich kann auch sagen, aus meinen Träumen habe ich, das ist jetzt schon 20 Jahre, habe ich genau gesehen, wichtige Sachen, wo habe ich nicht einmal, sage ich, nicht einmal träumt, sozusagen, dass das so etwas passiert. Und ist genau, aber haargenau das auch passiert. Ist nicht schlimm, sondern es sind einfach so Punkte, wo hat gezeigt, genau das hast du geträumt und das hast du auch erlebt jetzt. Oder ich glaube, dass mehrere Leute das auch solche Erlebnisse haben, aber vielfach man vergisst, weil man schreibt nicht auf, dann ja. Ja, das gibt's ja auch mit Vorwarnung, dass Träume Vorwarnung sein können. Da gab es ja mal, glaube ich, mal in England oder wo so ein Bergbauunglück oder so und da haben unheimlich viele da vorher von geträumt, ne? Also die hatten ja schon so eine Warnung bekommen im Traum. Mir ist selber mal passiert, dass ich als Kind, ich weiß nicht, als Fünfjähriger, glaube ich, da habe ich mal von der Eiszeit geträumt. Ne? Das war auch ein krasser Traum, den habe ich mein Leben lang nicht vergessen. Das war in dem Moment, als meine Ur-Ur-Oma gestorben ist. Da habe ich da irgendwie so einen Traum gehabt von der Eiszeit. Als würden alle Menschen in so einer Art Eishöhlen leben, so komisch, überall war Eis und ja, manche Träume sind immer hart. Na gut. Auf jeden Ja, Fall gibt es verschiedene Arten von Träumen. sehr, wirklich sehr, sehr viele Arten. Und aus allen können wir etwas lernen oder eine Botschaft kriegen.
oder wie du sagst, dass schon viele geträumt haben, einen Unfall, dass wenn die das bewusst gemacht hätten, wäre ganz anderes, weil dann würde dieser Unfall schon vorgesehen und vielleicht mehrere Leute würden vorgewarnt. Vielleicht würde nicht so auch so etwas nicht passieren. Vielleicht, sage ich. Ist schwierig, weil viele glauben nicht und dann würde ich trotzdem weitermachen, aber mehrere Leute würden vielleicht nicht verunglückt, weil würde ich glauben, dass die Träume wahr sind. Das ist auch eine von Möglichkeiten, weil man sieht eine Wahrheit. Also im Traum sieht man Wahrheit da. Das sind nicht nur Träume. Das heißt. Ja. Das ist ja auch bei den Indianern so verbreitet, ne? Das ist ja, die leben ja ihre Träume aus, ne? Für die ist das ja was ganz Besonderes irgendwo, ne? So habe ich das jedenfalls gelesen über Indianer. Ja, klar, weil die sind sehr, man sagt, naturverbunden, aber das heißt, die leben das richtige, bewusste Leben, hat nicht unbedingt mit Natur, das ist nur Verbundenheit mit Natur und das heißt, die leben in Gleichgewicht mit Natur und die sind einfach nicht wie unsere fortschrittliche Techno-Menschen weg vom die innere Balance mit Natur, mit die Naturkräfte und deswegen haben wir auch Schwierigkeiten, solche Sachen zum deuten oder bewusst zu werden. Und Indianer haben die, nicht alle klar, aber viele, viele haben die die Gabe gehabt, das zu sehen. Auch eigene Tod haben die schon gesehen und viele andere Sachen, wo in Zukunft passieren. Das haben wir schon vielfach gelesen in quasi Romanen, aber das ist wahr gewesen. Nur ist einfach ja, umgesetzt in einen Film, als Roman und trotzdem ist das eine echte Erlebnis gewesen, damals gewesen, oder? Ja, und dann gibt's ja noch die anderen Naturvölker, zum Beispiel die Aborigines da in Australien, die reden ja immer von so einer Traumzeit, ne? Ja, das ist schon eine sehr tiefe Geschichte, weil die haben wirklich sehr, sehr, sehr tiefe Verbundenheit, nicht nur mit der Natur, sondern das heißt auch mit Tieren und Natur, Pflanzen, mit Natur als Naturgeschehnisse, ob das Regen oder irgendein andere Geschehnis, die fühlen das und die leben mit dem. Das habe ich auch mal gelesen. Ich glaube, die können auch schon vorher ahnen, wenn die Tiere sich bewegen. Ne? Die sollen da so mit denen so verbunden sein, dass sie das schon richtig mitfühlen und schon vorher wissen, wenn irgendein Tier eine bestimmte Bewegung macht und so Sachen. Das ist, ja. Weil viele, sagen wir jetzt auch Aborigines, die machen auch sogenannte tägliche Traum. Das habe ich noch nicht erwähnt. Das ist auch sehr interessant. Die teilen auch mit Tieren die Beute. Zum Beispiel Löwe oder so viele Tiere, die teils von die Beute können essen und teils dann einfach begraben und so oder vergraben. Und wenn die das sehen, dann gehen die dort. In den täglichen Traum geht einfach in einen Traum, sogenannter, und kontaktiert mit den Tieren und bietet einen Teil von Beute.
Und die kriegen das. Ich habe nicht gesehen, ich habe nur gehört oder gelesen von dem, dass die einfach gehen dort ohne irgendein Gewehr, das heißt Waffen gehen zum Löwe oder was immer die sind, nehmen einen Teil vom Beute und gehen weg. Die teilen sich. Du meinst das jetzt im Traum oder in Realität? Nein, im Traum. Die Traum tun die einfach Kontakt mit den Tieren aufnehmen und mit denen besprechen, dass die möchten einen Teil von die Beute. Ja, doch, habe ich dich richtig verstanden, ja. Weil ich habe es letztens noch gelesen, das gibt's auch in Afrika. Da sind ja auch Löwen und da sind so mutige Stammesleute. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, welcher Stamm das war. Das liegt mir zwar auf der Zunge. Ich weiß nicht, ob das die Maasai waren oder in Kenia welche. Die gehen dann tatsächlich hin, im realen Leben und gehen da ganz schnell hin, zu dritt, zu viert, verschrecken den Löwen, wenn er seine Beute hat, schneiden ein Stück ab und gehen wieder weg, bevor der Löwe überhaupt verstanden hat, was los ist, und haben dann so ein, weil die leben auch mit den Tieren und die haben da diesen Überlebens, da gibt's Videos bei YouTube von, da habe ich das gesehen, die haben ja diesen Überlebenstrieb und sind dann natürlich dankbar, wenn sie da was haben, ne? Ein Stück Fleisch. Aber die machen das bewusst, dass es nicht Überlebenstrieb, weil die haben innere Kontakte mit die Tiere, weil wer vom normalen Menschen würde gegen Rudel Löwen oder was immer es sind gehen und Beute, versuchen sie das mit einem Hund, haben wenige Chancen. Und viele Tiere wie Löwen, die abgeben etwas, was nicht im Voraus abgesprochen auf der inneren Ebene. Das heißt, das sind die täglichen Träume, die können Kontakt aufnehmen mit den Tieren und besprechen das, was die möchten, aber die versprechen auch die Beute, die die haben, und Teil von der Beute geben auch wilde Tieren. Weil diese wilde Tiere sind auch in Kontakt. Nicht nur mit Laute, sondern mit Gedanken. Das heißt, die haben die innere Kontakt. Wie Fische oder Delfine, so auch die wilde Tiere. Ist für uns wesentlich primitiver, aber das ist 2D, funktioniert anders. Deswegen sage ich, die machen das bewusst. Das ist nicht Zufall oder dass man so mutig ist, glaube nicht, weil die Löwe sind wirklich nicht eine, wenn mehrere sind, sind sehr gefährlich. Und dass die paar, wie du sagst, die Afrikaner gehen einfach so an Beute nehmen, das im normalen Fall geht's nicht. Außer wenn es nicht in innere Welten schon abgesprochen ist. Das sind so die innere Träume, aber es sind keine Träume, das sind innere Erlebnisse, wo die mit Tieren schon alles abmachen wegen Beute. Ja, und das sind ja halt Naturvölker, die vom Jagen noch leben. Das macht ja nicht jeder Afrikaner jetzt. Das sind dann bestimmte Stammesleute, die da noch tatsächlich so ja wie in der Urzeit leben praktisch. Genau, das ist nur wirklich wenige Leute, die das machen. Und ich glaube es auch, dass kaum, vielleicht mit den normalen, die modernen Gewehre, dass die würde Löwe verschrecken, aber mit den Messer oder Speer, was die gehabt haben, oder Pfeile, ist das kaum möglich. Aber das weiß man auch bei Indianern, wie du angesprochen hast, die Büffel. Die haben nicht jede Büffel umgebracht, wie man in Filmen sieht, sondern haben die genau gesucht, Tiere, die sind schon einfach schwächer oder wirklich lahm, und haben die sie ausgesucht und für sich als Nahrung genommen. Und die haben schon vorher alle Indianerstämme haben damals gemacht, den Tanz und Gebet, dass die dürfen
die Tiere, die die brauchen zum Essen oder zum Überleben, die dürfte dann nehmen. Das ist dann ganz klar dann passiert. Ja, dann danke ich dir erstmal. Also interessant zu erfahren. Hm? Vor allen Dingen das mit dem Fliegen hat mich interessiert. Hm? Super. Ja, danke. Ja, gibt's sicher noch Leute, die haben auch Erfahrungen. Nicht nur zu fliegen, weil gibt's auch sehr viele andere Sachen. Vielleicht hat noch jemand eine eigene Erfahrung. Das heißt, wir haben das alle, aber ja, das ist immer so Mut zum Fliegen oder nur Mut, sich zu äußern. Das ist manchmal so. Okay, solange man findet also eigene Erfahrung, der möchte einfach weitergeben oder uns teilen. Ich würde noch ein paar Sätze sagen von Tagesträumen oder Tagträumen. Also nicht jeden Tag und nicht immer am Programm, sondern sind teilweise bewusst und einfach nicht bewusst. Tagträume haben wir alle. Und man sagt im auch modernen Déjà-vu, aber ist nichts anderes wie Tagträume. Nur, die sind, ich sage dem auch Tagträume, Traum, weil sind ein bisschen verschieden von Déjà-vu. Déjà-vu ist ein Traumerlebnis, den man im Traum gehabt hat und nachträglich im täglichen Leben die Bewusstheit gekriegt, dass es wahr gewesen ist. Tagtraum ist noch viel, viel weiter oder vielfältiger. Ich habe eine Frage und ich stelle die Frage, wann immer. Und ich muss nur wach sein und dann passiert das. Das ist eine Art auch von dem Tagtraum. Ich kann am Abend das stellen oder im Traum kann ich eine Frage stellen oder etwas mich wissen oder was immer. Und täglich erleben muss ich nur wach sein, hören, schauen, nicht suchen, nur wach sein. Und ich kriege Antwort. Ich kriege ganze Film ab und zu. Und ein ganz andere, ist ein ganz anderes Erlebnis wie Déjà-vu. Weil Déjà-vu ist eine Sekunde Erinnerung auf dem Erlebnis, die jetzt im Moment passiert ist. Tagestraum kann auch eine ganze Film geben oder ergeben. Weil zum Beispiel in Nacht träumen wir von einem Sargstreit mit zwei Leuten. Und bewusst möchte man nicht sich beteiligen, weil wir wissen, dass es nicht gut ist, nicht positiv, und versuchen wir Distanz zu halten. Ob wir jetzt im Traum eingezogen sind und müssen mitmachen oder nicht, ist jetzt nicht wichtig, aber
tägliche Leben können wir genau gleiche noch einmal erleben. Nicht vielleicht mit gleichen Leuten und gleichen Ort, aber irgendwo kommen wir, und dann kommt die, das ist der Traum. Dann sehen wir genau das, was wir geträumt haben, aber jetzt ist es wahr. Jetzt erleben wir das bewusst hier. Wir sehen das, wir fühlen das, und das geht ganz, tut sich abwickeln, ganz der Traum. Und hier, wenn wir das bewusst geträumt haben, da wissen wir, aha, jetzt kann ich das richtig machen. Jetzt habe ich Macht, den Traum ausleben. Ich möchte mich nicht beteiligen, weil ich weiß genau, was ist passiert. Dort im Traum haben wir beteiligt. Und wenn man das macht, dann ist das wirklich bewusst erlebte Tagestraum. Und das ist phänomenal zum Erleben, weil so können wir auch unser Leben gestalten, verbessern, positiv erleben. Es gibt keine große Sprung oder Überraschung, vor allem eine negative Überraschung. Das ist so ein Teil von dem Traum oder Tagestraum. Okay, vielleicht gibt es noch Frage oder Erlebnis. Oder ja, Erlebnis, die man noch nicht erkannt hat. Ja, wer möchte so etwas vorbringen? Ja, vielleicht mal ein Tipp, wie man möglichst viel noch rüber retten kann. Ob er nun klappt, bleibt mal dahingestellt, aber ich kann das auch bestätigen, hinüber in das Wachbewusstsein. Also es hilft schon, finde ich, wenn man möglichst erstmal die Augen zulässt beim Erwachen und sich möglichst auch nicht bewegt. Das ist natürlich nicht immer möglich, wenn der Wecker einen weckt und man den ausstellen möchte. Aber an sich, finde ich, ist das schon hilfreich, ne? Aber ich habe es auch schon erlebt, dass ich glaube, auch trotz äußerer Einwirkung durch Wecker doch was hängen geblieben ist. Aber es ist schwieriger, wenn man so quasi rausgerissen wird. Was meinst du dazu? Hast du noch so Tipps, wie man sich noch besser erinnern kann an das Geträumte? Ja, klar. Gibt es mehrere Tipps, nicht nur eine. Nur klar, ich möchte nicht jemanden belästigen mit Tipps, weil wenn man sie nicht möchte, einfach mit dem befassen, dann bringt auch viel drüber zum noch diskutieren, nicht viel. Aber solche Erlebnisse sind sehr wichtig ab und zu. Und dann ist auch gut, wenigstens etwas wissen, wie können wir das behalten. Wir wissen selber, dass wir enorme Mächte haben, das heißt Macht. Unsere Macht ist enorm und unser Wissen ist enorm. Und wenn man am Abend, bevor man schlafen geht, keinen Mut hat oder keine Wille, bestimmte Sachen erleben in Traum, da kann man sagen, okay, ich möchte alles, was ich träume, in der Früh, genau wenn der Wecker läutet, in dem Moment tue ich mich erinnere auf den Traum oder auf die Träume. Man darf das nicht als Witz betrachten oder als Scherz. Ich spreche nicht von Scherzen hier. Das sind Jahrzehnte Erfahrungen, die ich habe. Und sehr viele Schüler haben das erlebt, Erfolg gemacht. Aber man darf das einfach als wirklich
ernste Sache, weil es vielfach sehr, sehr wichtig für uns, für unser Leben, dass man den Traum kann noch einmal sehen und deuten. Und das kennt man. Einfachste, wirklich sehr einfache Sache ist, das Befehl geben, wann soll man sich erinnern. Viele träumen etwas und ist einfach so aufregende oder spannende Traum gewesen oder Erlebnis. Und was macht die? Verwacht und schaut auf die Uhr, aha, 2:45 und dann geht weiter schlafen. Das ist nicht gut ist, aber das ist nicht richtig. In dem Moment könnt ihr in unsere Tagebuch schreiben, nur ein Wort, ein Satz, das reicht. Und weiter schlafen gehen. Nächsten Tag oder in der Früh soll man nur Buch aufmachen und genau das Satz gibt uns das ganze Traum wahr. Reicht ein Satz, das heißt ein Satz, vielleicht auch ein Schlüsselwort, und man erinnert sich auf die ganze Traum. Klar gibt es auch ab und zu Träume, die mir noch nicht bereit sind, emotiv noch nicht bereit sind zum Erleben oder bewusst zum Erleben noch einmal. Und dann wird das einfach alles in Vergessenheit geraten und vielleicht kommt es erst später oder viel später wieder zurück, wenn wir so weit sind. Aber die zwei Sachen, würde ich sagen, sind sehr, sehr hilfreich. Und man kann auch so viele Träume wieder erkennen, durch Aufschreiben auch deuten. Und wenn man das regelmäßig macht, dann ist Erfolg garantiert und dann kann ich mir auch viele andere Sachen auch weitermachen oder weitern, weil dann kann ich mir deuten, was ist emotiver Traum durch die Tageserlebnisse, die wir weiterleben, durch solche Filme, die man schaut, dass wir weiter träumen, und dann gibt's anderes, die Träume, die wir erleben auf der verschiedenen Ebene, wo wir lernen, die Träume, die wir erleben in Zukunft oder in Vergangenheit, und dann Träume, durch die wir kriegen einfach die Botschaften, die sind für uns auch sehr wichtig für unser zukünftiges Leben. Es gibt sehr, sehr viele Vorteile. Klar, Gewohnheit ist eines, dass man einfach schlafen gehen und wer schreibt noch in der Nacht, hat nicht meine Mutter da und Großmutter muss ich auch nicht. Und die haben auch 90 oder 100 Jahre lebt. Weil hier geht es nicht um Tradition, sondern auf der bewusste Leben. Und das ist bewusste Leben, dass man kennt auch innere Leben und äußere, dass wir können die zusammen binden als ein Leben, unsere Leben, unsere bewusste Leben. Und innere Erlebnisse können uns wirklich sehr, sehr wertvoll sein für unsere tägliche Leben. Warum nicht? Ich glaube es nicht, dass sie alle vollkommen glücklich sind, vollkommen bewusst sind. Und wenn man das nicht ist, dann ist das sehr
große Grund, dass man Träume aufschreibt. Kriegt man sehr, sehr viel Sachen, die uns helfen, weiterzukommen. Mit viel Erfolg oder viel mehr Erfolg und viel mehr Wissen und Gewissheit, was geschieht in unserem täglichen Leben oder in Zukunft. Ich finde das einfach dann wertvoll, es so zu tun. Braucht man keine große Mühe, muss man nur aufschreiben, Wort oder ein kurzer Satz, dass wir wissen, was wir träumt haben. Weil vieles wird dann klarer. Okay, bevor wir weitermachen, gibt's noch jemand, der möchte etwas sagen? Bitte. Naja, wenn keiner was sagen möchte, also würde ich vielleicht gerne nochmal was sagen wollen. Jo. Ja, das mit dem Aufschreiben, das habe ich dann damals auch gemacht. Und mir ist aufgefallen, dass es da so bestimmte Gründe gibt für Träume. Also ich hatte ja vorhin schon gesagt, dass mit den Nymphensittichen, die da den Schnäbel geknirscht haben, und als ich dann von Ratten geträumt habe, die Zähne geknirscht hatten, da war das eben von den Außengeräuschen abhängig. Aber ich hatte da mal so ein Erlebnis in der Abendschule. Da hatte so einer von den Dozenten oder Lehrern da, der hatte dann so ganz krass gelbe Socken angehabt. Und dann musste ich davon träumen, ne? Also manchmal sind auch irgendwelche so Sachen, die das Bewusstsein nicht einordnen kann, oder die Seele, oder ja, ist Sachen, die man da nicht so gut einordnen kann, die man irgendwo unnormal findet oder so, dass man die dann im Traum auch nochmal durchgeht, dass man da nochmal dran denken muss dann, ne, das zu verarbeiten irgendwo, ne, das ist auch noch eine Sache so. Und was anderes ist eben, dass man Sachen, die man gerade nicht bekommen kann oder so, dass man davon träumt. Also irgendwie wie so eine Ergänzung praktisch, also so eine Sehnsucht praktisch, dass man von Sehnsüchten träumt. Also und ich denke, das Ganze hat auch was mit dem seelischen Gleichgewicht zu tun, dass das dann vom Bewusstsein oder Unterbewussten ausgeglichen wird, ne? Dass man da so einen ausgeglichenen Zustand bekommt. Ja, das ist wirklich sehr gut gesagt. Ja, aber tiefer Grund, die Träume. Im Prinzip, Träume sind unsere Helfer. Träume sind nichts anderes wie ein Programm. Weil wir haben mehrere oder viele Programme in unserem emotiven Körper. Und eine von denen ist auch Traum. Und dieses Programm hat auch mehrere Aufgaben. Wie du sagst, unser emotiver Körper oder Ego kann weiter entwickeln die Geschichte, wie du sie gesagt hast. Wir machen weiter, was wir könnten weitermachen oder entwickeln die, das heißt, das ist weitere Entwicklung von dem Geschehnis, die mich selber dann emotiv so wie eine Geschichte oder ein Roman oder ein Drama oder was immer weiter entwickeln oder gestalten. Klar, das sind so Nebenprodukte, wo wir auch können selber zu einem Schriftsteller werden, zu einem Kreator. Aber das ist auch Aufgabe, dass wir zum Kreator werden, dass wir unsere Träume können kreieren. Wir machen auf unserem Workshop das auch richtig kreativ. Jeder hat zum Beispiel Aufgabe, eine Gestalt aus Zeichentrickfilmen
im Traum manifestieren und dann verändern. Das heißt, der macht ganze Veränderung wie, ich weiß nicht, wie mit Bild- oder Filmverarbeitung im Zeichentrickfilm, beim Computer kann man das auch so gestalten, aber man macht das ohne Computer, man macht das einfach so real durch Träumen oder in während Träumen machen wir die Gestaltung. Ob das Farbe, ob das Bewegungen sind oder ganze Gestalt wird verändert. Und das ist sehr interessant, wenn man das macht, dann sieht man, wie viel Möglichkeit oder Mächte in uns stecken, dass wir kennen, die eine Gestalt aus der Zeichentrickfilm, das ist einfach das Einfachste, am Anfang ganz neu gestalten, bewegen, zu sprechen bringen, das, was wir möchten, dass die Gestalt oder ja, die Figur reden, sich bewegen, Farbe wechseln, Form und. Das ist enorm. Klar, das ist auch Arbeit, aber macht auch Spaß, weil das ist der Anfang, dass wir zu Kreator werden. Und wenn wir so machen, wir können dann immer mehr und mehr tun, machen, kreieren und später sind wir wirklich so, dass wir können ganze komplexe Sache zu tun. Und eine Aufgabe ist dann aus dem Träumen oder in Träumen, dass wir können, unsere innere Welten gestalten. Und das ist Arbeit, die dauert über Jahre, Jahrzehnte, das heißt ganze Leben. Und dort sind wir richtig Kreator. Und das ist etwas wirklich sehr, sehr wichtig. Interessant, spannend, weil wir sind die Götter, die haben alle Mächte über unsere innere Welt. Das, wenn man das sieht, das ist enorm. Enorm, wie das funktioniert. Ja, das ist. Gibt's noch jemand, der möchte etwas sagen? Sonst gibt es noch ziemlich Sachen, die interessant sind. Vielleicht hat jemand Erfahrung. Vielleicht hat jemand geträumt, das, was hier geredet wird oder gesprochen wird oder noch etwas anderes. Naja, ich habe schon öfter gemerkt, dass ich, wenn ich neue Sachen mir aneigne oder neu lerne, wie auch immer, das war einmal vor ganz vielen Jahren mal das Schachspielen oder auch ganz andere Sachen, ganz andere Themen, dass ich ja davon träume. Ne? Also das verfolgt mich sozusagen sogar im Schlaf und vermutlich hilft es mir sogar, mir das noch besser anzueignen, auch nachts. Ja, das ist so. Ich habe einmal geträumt, dass ich Englisch sprechen kann. Und das perfekt. Und ich habe das nicht einmal, sondern mehrere gemacht. Und dann habe ich verwacht, dann ich so ein paar Wörter. Aber wirklich so für mich total unverständlich, weil mein Englisch ist einfach so, ja, ich kann mir einfach aufzählen, 100 Wörter oder noch viel weniger. Und dann, wo habe ich verwacht? Habe ich schnell aufgeschrieben, so phonetisch. Meine Frau hat gesagt, ja, was machst du denn Traum? Wörterbuch lesen. Nein, ich habe perfekt fließend Englisch gesprochen. Und das ist absolut wirklich erstaunlich. Wir kennen so viel Sprache.
nicht bewusst, wenn ich jetzt möchte etwas aussprechen, da fehlt mir irgendetwas. Aber im Traum habe ich so fließend gesprochen und nicht irgendeine leichte Konversation. Deswegen habe ich schnell aufgeschrieben, das was habe ich noch, wo ich erwacht bin, habe ich schnell aufgeschrieben und meine Frau hat gesagt, das ist lächerlich. Von wo solltest du die Wörter haben? Ja. Und ich habe die perfekt, keine Einsätze, meine perfekte Englisch. Klar, jetzt kann ich nicht, weil ich kann nicht Englisch, aber im Traum ist das auch möglich. Und ich habe kommuniziert mit Leuten, ich habe alles verstanden, was die gesprochen haben. Und ich habe beantwortet oder geantwortet, einfach kommuniziert. In perfekter englischer Sprache, sogar irgendein Slang ist gewesen. Und das ist auch möglich, das ist kein Wunder, das ist ganz normal. Weil wir kennen aus unseren Millionen oder Milliarden Leben so viel Sachen, aber der Kontakt zu der Seele, wo sich alles bewahrt, alle Leben, alle vergangenen Leben, dann ist ganz klar, müssen wir immer von vorne anfangen. Aber im Traum ist vielfach dieser Kanal offen und dann kommt das Wissen und das ist perfekt. Gibt es jemand jetzt, der hat den Mut, muss nicht Englisch sprechen, kann auch so Deutsch. So eine Erfahrung oder Frage vielleicht. Ich hätte da noch die Zwischenfrage, du hattest gerade von diesen kreativen Träumen, da also so schöpferische Träume. Da gibt es ja so einen Zustand, wenn man jetzt mal eine Nacht nicht geschlafen hat, also so eine Nacht durchgemacht. Findest du nicht, dass das auch manchmal anregend sein kann, um diese Art von Träume zu haben? Ja, klar. Und das hat auch seinen Sinn. Ich habe das... wie alles in meinem Leben, ich forsche sehr viel, experimentiere noch mehr und das tagtäglich. Und so habe ich auch in dem Bereich, schon ziemlich lang her, habe ich gesagt, okay, probiere ein paar Tag und Nacht, das heißt, ist genau 3 Nächte und 4 Tage, habe ich nicht geschlafen. Einfach normal gearbeitet, normal den ganzen Tag verbracht und geschaut, was passiert. Nach der ersten Nacht, wo ich nicht geschlafen habe, nicht viel passiert. Aber nach zweiter und vor allem am dritten, ich habe keine Macht gehabt, die Emotion und Ego zum Folgen. Das heißt, alles ist so, wie wenn man besoffen ist. Ich trinke nicht, ich habe im ganzen Leben keine Tropfen Alkohol getrunken, aber nach den 3 Tagen und 3 Nächten, das heißt, habe ich nicht geschlafen, ich habe mich gefühlt einfach so wie betrunken. Nicht schwach, sondern und in dem Moment habe ich den Kontakt, einfach die wie Kanal hat sich aufgemacht, nicht vollkommen klar. Und ich habe so viele Sachen gewusst, gefühlt, enorm. Ich habe keine Hemmung gehabt, das existiert nicht, das existiert, das darf ich nicht sagen, weil Leute glauben nicht, ist egal. Ich habe so viele Sachen herausgebracht, wo würde ich nie im normalen Zustand das machen. Würde ich mir sagen, wow, ich darf das nicht und so. Das sind keine negative Sachen, sondern einfach Sachen, die würde ich nicht normal für mich behalten, weil vielleicht Angst vom anderen, was die denkt von dem und. Und nachdem haben die Leute gesagt,
was ist mit dir geschehen? Du hast solche Sachen. Wow, habe nie gewusst, dass du so viele Sachen weißt. Weil ich habe die alle Hemmungen oder Grenze, ethische Grenze, ich darf nicht sagen, oder das ist nur für mich. Ich habe das losgelassen und alles ist egal im Prinzip gewesen. Und da habe ich so viel gelernt aus dem, dass die Hemmungen, das ist das Negative, die sich mit dem Ego und mit Emotionen identifizieren und lassen, dass die herrschen, dass es wirklich sehr von Nachteil für uns ist, für das ganze Leben. Und das ist schon wirklich sehr, sehr lang her. Und seitdem habe ich gesagt, okay, ich bin so, wie ich bin. Und sage Wahrheit. Ich muss nicht lügen. Ich muss nicht, weil das irgendwie ethisch ist, dann sage ich, okay, ich denke so und ich sage so. Und seitdem bin ich auch so. Ich sage, du hast nicht recht. Und sage ich, warum? Das ist meine Meinung. Du kannst einfach anders sein oder sich wehren oder mir auch beantworte oder mich hasse. Ist mir wirklich egal, weil ich habe gesagt, aus Herzen das, was ich denke. Wenn es schön ist, sage ich schön. Wenn negativ, sage ich, nein, das gefällt mir bei dir nicht. Ich finde dich schön, aber das gefällt mir nicht. Und irgendwie, seitdem bin ich wirklich immer ehrlich. Klar, es gibt immer Leute, die das gerne annehmen, aber in jedem Fall, ich bin immer glücklich, weil ich muss nicht mit sich tragen, nicht zu sagen dürfen. So bin ich einfach frei von Hemmungen. Und das finde ich auch schön, weil ich habe keine durch den Tagestraum erleben. Okay, wird immer spannender. Ja, ansonsten, wir haben ja jetzt gut 2 Stunden voll. Ich denke, es wird auch ein bisschen belebter, wenn du anbietest, noch runterzugehen in deinen Konferenzraum 06. Das wird für heute die Aufzeichnung schließen. Ja, klar. Klar, bei uns ist jetzt einfach die Zeit weiter spannend zu machen, weil gibt's noch viel Sachen. Man könnte nicht in 2 Stunden erklären oder Möglichkeiten von Träumen zum Weitergeben. Braucht man wirklich viel, viel mehr Zeit. Aber wir können auch vielleicht noch eine Zeit lang das weitermachen in unsere, das heißt im Konferenzraum von Josip Wa. Dann können Sie einfach in untergehen, in Warteraum, und ich ziehe rein in mein Konferenzraum, das ist glaube ich 6, und dann können wir weiter Sachen besprechen, Fragen beantworten, was immer. Und die andere, die vielleicht nicht so interessant findet, die können schauen, bis jetzt haben wir, glaube ich, 13 Mal verschiedene Themen gegeben. Vielleicht ist auch etwas dort interessant. Jede Woche wird ein Thema hier besprochen. Und die möchte das noch weiter oder mehr wissen. Meine Webseite ist hier auch bekannt. Man kann einfach durchlesen. Ich biete an auch Workshop für die, die noch nicht bewusst träumen. Die möchte das nicht nur träumen, sondern einfach viel, viel mehr. Aber das können sie auch auf der Webseite ein bisschen
durchlesen. Vielleicht wird es auch Interesse, in einem Workshop zu mitmachen. Es sind sehr verschiedene Workshops und im Bewusstleben wird alles gemacht, von Träumen bis Gesundleben oder Heilung und was immer. Alles Mögliche gibt's drin. Nicht so oberflächlich wie heute, sondern wirklich sehr tiefgründig und mit bewussten Erlebnissen herauszukommen und profitieren von dem Ganzen. Okay, nochmal vielen, vielen Dank, dass Sie dabei waren. Die möchten weiter, können Sie einfach in Empfangsraum gehen. Und für die andere, ja, wäre glücklich, Sie wieder zu sehen oder zu hören, noch besser, im nächsten Vortrag oder Talk, Live-Talk. Thema ist schon gegeben. Und ja, jede Woche ein neues Thema. Und wünsche schöne, angenehme Nacht. Und möchte noch einmal von Herzen bedanken unsere liebe Preiselbeere, die wird das auch sehr mit Liebe gestalten. Und bis nächste Mal. Dankeschön. Ja, vielen Dank, Josef, für die Blumen. Danke auch für eure Aufmerksamkeit. Nächste Woche sind wir dann am Samstag da, ab 22 Uhr, also 27. Juni, ab 22 Uhr. Ja, den Link zu Josefs Homepage findet ihr auch in der Sendungsbeschreibung ganz am Ende. Jo, jetzt gibt es noch Musik und dann wünsche ich eine wunderschöne gute Nacht.